Hallöchen und herzlich willkommen wieder bei CKTV Uncut. Was geht ab? Wir schauen mal wieder den allerechten Main-Character-Hasen an, der absolut eher als Side-Character darstellen sollte, weil er damit einfach nur triggern möchte. Bei mir hat er es geschafft. Ich hasse es, wenn er Anime und sich als Main-Character vergleicht. Das ist... da pocht mein Blut. Aber egal. Upred, trotzdem egal, ob ich ihn mag oder nicht, lass das Originalvideo immer muted laufen. Gehört sich einfach. Ist Ehrenbasis auf YouTube. Muss man einfach machen. Wer das nicht macht, ich glaube, die würden niemals jemanden supporten, so, aber ich bin da anders. Moralvorstellung muss einfach hoch sein, wenn man hoch hinaus will. Und nicht lügen. Das ist ganz wichtig. Nicht lügen. Umfrage läuft. Oh Gott. Also, ja, genau. Stimmt jetzt ab. Schaffe ich die Reaction innerhalb von 30 Minuten? Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich glaube, ihr seid nicht überzeugt von mir. Leute, ab und zu auf Talkmatch, meine Freunde, da bin ich wieder, nach gefühlt 10.000 Jahren. Wir hatten ein paar kleine Komplikationen gehabt, aber da sind wir wieder. Okay, 20 Videos haben wir noch auf Petto und jetzt wieder regelmäßig Videos. Okay, ihr wisst ja, normalerweise mache ich gar nicht diese Politik-Videos, mich juckt der ganze Hase auch eigentlich gar nicht in der Regel, so auf YouTube-Ebene, privat schon. Ich bin ja eigentlich der Main-Character, der euch unterhalten soll, aber die anderen können es ja gar nicht. Die anderen können nur noch Scheiße labern, haten oder auch irgendwie reagieren oder was auch immer. Also kein Quality-Content-mäßig, ne? Wenn die Meinung schon besser ist als der Content, würde ich mir eher Sorgen machen, was das für ein Content ist. Ich meine, viele Sachen konnten schon in Reaction widerlegt werden, was du gesagt hast. Gleich als mal als Kritik, als nett gemeinte Kritik. Herr aller echte Hase, Main-Character, Lügner. Lichte des Himmels, schenkt mir eure Kraft. Ehre. Ehre, 300 Bits, danke, mein lieber Mario, ohne Scheiß. Aber bitte nicht ablenken. Aber heute... Ach verdammt, jetzt muss ich den Alert kurz durchlaufen lassen. Moin YouTube, willkommen zu einem Typen, der sagt, er macht eine kurze Reaction und 40 Minuten eher auf jeden Fall. Ich einfach ein paar gewisse Fakten auf den Tisch nehmen. Unglaublich! Ehre, Ehre. Vielen lieben Dank für den Follow und herzlich willkommen bei SickeTV. Einmal Ausrufezeichen 9, da kriegst du die neuesten Informationen, was hier auf dem Chat abgeht. Hier auf dem Kanal abgeht. Du könntest aber nicht, die anderen sind einfach... Bisschen Ballerballer, okay? Ihr habt den Titel gelesen, Lass Katar in Ruhe. Ja, das ist kein Spaßtitel, ich meine das wirklich komplett ernst. Lass in Gottes Namen Katar in Ruhe. Digga! Und damit sage ich nicht, dass ihr nicht irgendwie kritisieren dürft, kritisiert, was auch immer ihr wollt. Könnt auch Lass Katar in Ruhe, ihr dürft aber kritisieren. Hä? Ist das nicht ein bisschen lost? Also, kommt mir schon zumindest seltsam vor. Um das Afghanistan kritisieren, Pakistan, Bangladesch, Afrika, whatever, okay? Macht, was ihr wollt, ne? Es geht immer geht es um Verhältnismäßigkeiten. Weil ohne Witz, das, was gerade da die ganze Zeit passiert in den Medien, ne? Bei den ganzen YouTube-Heinis, Influencer, keine Ahnung, wie die Goofies sich alles nennen. Dann bist du aber auch ein Goofy, gell? Also, du bist YouTuber, also auch Influencer. Nur so, damit du Bescheid weißt. Und, keine Ahnung. Was gibt es noch für eine dritte Partei? Politiker, okay? Diese drei Goofy-Vereine, die manipulieren einfach diesen, ich sag mal, Pöbel und diesen, ja, Mitläufern hier in unserer... Jetzt redet ihr über Manipulation. Der komplett jedes Mal eine Aussage anders droppt, nur damit er seine Argumentation richtig hat. Wow, ich kriege hier so viel Doppelmoral. Oh, das juckt in der Nase. Gesellschaft... Einfach hinterher zu plappern und dann heißt es dann, ja, Menschenrecht hier und die Kataris in Katar, boah, das sind ja voll die bösen Menschen, das sind ja voll die Unwesen und Digga und dann 1000 Berichte hier, 1000 Berichte da, ne? Und wie gesagt, versteht mich nicht falsch, kritisiert, was auch immer ihr wollt, ne? Und da sind bestimmt einige Sachen falsch gelaufen, ne? Auch, keine Ahnung, wie zum Beispiel jetzt hier mit dem Bau oder was auch immer, ne? Ich kenne so einige Statistiken, die sind jetzt auch nicht alle 100% approved. Der eine sagt, beim Bau sind 3.000 gestorben, der andere 6.000, whatever. Ne? Natürlich picken sich die meisten Leute dann aber auch die höchste Zahl raus, die Zahl, wo dann einfach mal alle mit eingeflossen sind, die generell beim Arbeitsunfall gestorben sind und aus dem Ausland kamen. Whatever, ist doch jetzt nicht das Thema, das ist gar nicht das Thema. Wir gehen das Ganze noch ein bisschen pauschaler, ein bisschen allgemeiner, Freunde. Okay? Das heißt, ihr müsst euren Gehirn jetzt erstmal einschalten, weil, guck mal, die Leute tun so und kommen jetzt, ja, Katar voll böse und ja, guckt euch mal das an und bla bla, und das sind voll die Schweine und das sind doch keine Menschen und Menschenrechte sind doch so wichtig. Digga, seid mal erstmal komplett ruhig. Euch jucken Menschenrechte gar nicht. Euch jucken Menschen nicht und euch jucken auch die Rechte nicht. Nichts! Wisst ihr warum? Ich sage euch ganz klar und easy warum. Wo wart ihr kleinen Goofies? Okay, wo wart ihr kleinen Goofies jetzt
keine Ahnung, bei der China-Olympiade jetzt vor kurzem. Wo wart ihr eigentlich allgemein die ganze Zeit, ne? Digga, ich muss doch mal ganz was aufklären für die Leute, die nicht verstehen, okay? Also erstmal zum Verständnis. Nicht jeder weiß über alles Bescheid. Die Olympiade habe ich, no joke, gar nicht mitbekommen. Hätte ich was mitbekommen, wäre ich wahrscheinlich, hätte ich auch irgendwas kritisiert. Ich weiß ja jetzt gar nicht, was da war, aber ich hätte es dann kritisiert. Du kannst aber nicht überall an jeder Front kämpfen. Das musst du mal überlegen. Du kannst ein Thema aufholen und dann stoßen wieder weitere Themen auf. Du hast jetzt Katar wegen Menschenrechte und gegen Homosexualität. Ich meine, die haben ja alle einen geistigen Schaden oder eine Schraube locker, ist ja nur ein Synonym. Also ich in Bayern war das jetzt an Hengsel. Weißt du, und dann kommt dann hier so gegen Homosexualität. Dann tust du Länder plötzlich finden, die auch noch gegen Homosexualität sind. Dann findest du in diesen Ländern wieder neue Probleme und das breitet sich so lange aus, bis du die ganze Welt hast. Du kannst da einfach nicht komplett die ganze Welt permanent kritisieren. Es bringt nichts. Fokussiere dich immer Punkt für Punkt, Schritt für Schritt. Es gibt so viele Probleme. Und manche sind halt fokussiert, manche nicht. Das mit Katar ging jetzt halt richtig groß, weil WM meist relativ stark im Fokus ist, mit der FIFA und allem drum und dran. Und ja, es war verhältnismäßig wirklich viel. Aber was ist daran schlimm, daran zu kritisieren? Und je lauter man wird, desto, ja, wobei, das stimmt eigentlich nicht, je lauter man wird, desto mehr hilft's. Stimmt eigentlich auch nicht, aber im Grunde, das war halt ein virales Thema. Das hat wirklich fast jeder mitbekommen, der nur ansatzweise was mit Fußball oder YouTube zu tun hat. Ja, witzigerweise auch YouTube. Oh. Schon an die Vergabe an Katar war ein Fehler. Das auf jeden Fall. Wie gesagt, da ging halt wirklich viel Geld um. Aber wie gesagt, wir reden jetzt darüber, wahrscheinlich geht es einfach nur darum, dass man Katar kritisiert. Aber gerade, ich schreibe so viel. Ich glaube, ich muss heute echt ein bisschen jetzt weniger Chat lesen. Sonst bei Apparat hätte man im Voraus einen Bingo-Schein erstellen können. Wahrscheinlich. Wäre auch cool geworden. Cooles Spiel. Nicht nur Main Character oder Hase als Trinkspiel, sondern Bingo. Wow. Ich wusste doch schon immer, dass ich einen geistigen Schaden habe. So, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Wer ein Land, das halt dementsprechend so auch von sich gibt, dass Homosexualität ein geistiger Schaden ist, ist für mich einfach nur unterirdisch. Gehört einfach nicht. Also, in China werden schon seit Jahren, werden Menschen unterdrückt, und zwar die Uiguren, okay? Sie werden, Digga, vergewaltigt, Frauen werden zwangssterilisiert, sie werden teilweise eingesperrt, sie werden dann verbrannt, sie sind... Ehrlich gesagt, muss ich da zugeben, habe ich nichts davon mitbekommen. Würde ich was mitbekommen davon, wie jetzt, würde ich auf jeden Fall sagen, geht halt gar nicht klar, musst du auch kritisieren und am besten die Leute, die wirklich was zu sagen haben und nicht ein kleiner Reaction-YouTuber aktuell noch, wie ich. Gerade in Konzentrationslagern am Start. Konzentrationslagern, okay, wir reden hier, Digga, ihr wisst, deutsche Vergangenheit, Konzentrationslager, egal. Verrückte Sachen werden da gemacht, ne? Frauen werden da, die schon verheiratet sind, werden nochmal, wie gesagt, verzwangsheiratet. Also wirklich richtig verrückte, crazy Stuff, ne? Crazy Stuff, also das ist Menschenrechtsverletzung des Todes auf. Dann mach doch ein Video dazu und sag nicht, lass Katar in Ruhe, sondern kritisiert auch China. Wäre viel besser der Titel. Einer internationalen Ebene, das gab's. Ja, ehrlich gesagt, ich habe auch nicht genau gecheckt, was er immer mit Goofy meint, aber mein Scheiß ist so ein bisschen trottelig. Gehe ich mal davon aus, dass er das meint. Weil Goofy ist ja schon ein bisschen trottelig so unterwegs. Ich glaube, das meint er. Wahrscheinlich seit langem nicht mehr. Aber diese kleinen, gottverdammten Goofies zeigen dann an, auf Katar, während sowas am Start ist. Leute, wir hatten ein super Vorbild, und zwar den Mesut Özil zum Beispiel, wenn wir auch beim Thema Fußball sind. Ne? Sowas am Start. Das ist gerade einfach das Thema, weil einfach, Digga, ist halt einfach der Hype. Ne? Auf einmal reden aber alle über Katar, auf einmal ist Katar der Bösewicht. Hat doch wahrscheinlich gar nicht damit zu tun, ne? Dass einfach gerade da die WM läuft und dass man damit gerade Klicks abstaubt, Medien natürlich auch Einschaltquoten, whatever, Verkäufe, whatever, und Politiker einfach unnötige Aufmerksamkeit, okay? Weil das ist das, was ich dem vorwerfe. Einfach absolute Fame-Galerei, okay? Fame-Galerei. Blöde Frage. Wenn du jetzt aber sagst, lass Katar in Ruhe, ist das nicht irgendwie auch Klicks abstauben? Weil du willst natürlich jetzt irgendwie verteidigen, aber im Grunde ist es ja auch Klicks abstauben. Natürlich ist das ein virales Thema und natürlich ist das dann auch irgendwo ein Clickbait. Aber das Thema ist halt viral. Und wenn du was zu kritisieren hast und diese Meinung kundtun möchtest und mit einer Reichweite vielleicht auch was bewirken kannst, eine Person die Meinung änderst darüber und es zum Besseren änderst, dann hast du mehr Ziele erreicht als sonst was.
Es ist natürlich schön, wenn alles perfekt laufen würde, alles reibungslos, aber macht halt keinen Sinn. Natürlich ist das irgendwo auch, kriegt man halt ein bisschen Famous ab. Das machst du halt auch nicht anders, Mann. Das ist nicht schlimm. Kritisiere und das ordentlich, sachlich und verständlich, mit einer guten Logik. Dann ist alles in Ordnung. Und ja, ist halt dann vielleicht Klick. Warum auch nicht? YouTuber sind ja auch Arbeiter. Ganz normale Arbeiter. Das ist halt eine andere Art. Nämlich kreativer, teilweise auch sehr, sehr anstrengend, sehr viel cutlastig und themenlastig. Außer du machst Reaction, dann ist es natürlich ziemlich einfach gefühlt, wenn du eine gute Meinung natürlich geben kannst und auch viel reden kannst, wie ich. Aber lass kritisieren. Ich hätte, also dieses Statement hättest du jetzt schon erst eigentlich sparen müssen. Apo, ohne Scheiß. Junge, und in Afrika sterben täglich mehrere Menschen wegen Hungernot, etc. Man spendet an Weihnachten Geld in arme Gebiete, aber in Deutschland, Schweiz, etc. gibt es genauso viele arme Leute und denen wird zum Teil nichts oder gar nicht wenig geholfen. Aber wer in dritte Weltländer investiert, sorry, da sollte man mittlerweile wissen, dass die Regierung kassiert und die nicht die, welches die brauchen. Also meine Meinung, wenn man etwas spendet, dann geht selber raus und gibt den Leuten auf der Straße im eigenen Land Geld. Ehrlich gesagt, aber die Verteilungsrate ist da viel schwieriger. Das ist halt schwieriger. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich hingehen. Doch, ich wüsste. Stuttgart, der hat schön ich weiß gar nicht. Stuttgart, Königsstraße. Ich weiß gar nicht. Ich bin schon so lange nicht mehr in Stuttgart gewesen. Und ich weiß nicht, ob die da noch hocken dürfen. Und ja, könnte man auf jeden Fall auch machen. Man sollte einfach allgemeine gute Tat machen. Man sollte daran denken, dass man auch andere Leute mal unterstützt. Wie gesagt, wenn ich mehr Geld habe, werde ich auf jeden Fall auch mehr spenden. Ich glaube, ich sollte auch mal wieder einen Charity-Stream machen, wenn ihr schon darüber redet, wenn wir schon zu Weihnachten sind. Und ja, ich habe bis jetzt noch nicht so viel gespendet, gebe ich ehrlich zu. Da gibt es auch keine Ausrede dafür. Vielleicht doch ein bisschen zu egomäßig. Sollte ich auf jeden Fall dran denken, aber es gibt halt solche und solche Menschen, die denken mehr dran und manche, die nicht so viel dran denken. Muss ich auf jeden Fall auch bei mir ein bisschen selber kritisieren, dass ich da auch was ändere. Aber zumindest gehe ich nicht an einer alten Dame vorbei und lasse ihr die Kisten schleppen oder was auch immer. Ich denke zumindest dran oder ich sehe irgendwas auf dem Boden liegen, was nicht auf dem Boden gehört, Plastik als Beispiel. Und nimm das einfach und tu es einfach im Mülleimer. Es ist nicht viel, aber wenigstens ein bisschen. Oder zum Beispiel auch Zigaretten. Ich habe extra, damit ich wenigstens die Umwelt nicht mehr so extrem belaste und alles auf den Boden schmeiße. Ich habe nämlich davon 3 Stück, mir so einen mobilen Aschenbecher geholt. Dann kommt da einfach meine Zigarette rein und den kann ich dann später im Mülleimer leider. Dann legt das nicht mehr auf den Boden rum. Und damit habe ich mein letztes Laster, was ich auf den Boden jemals schmeißen würde. Ich glaube, das war auch das Einzige. Gemacht. Jetzt dürfte ich natürlich kein Plastik mehr irgendwie holen, aber du kommst ja gar nicht mehr irgendwie ohne Plastik aus, leider. Oh, ihr seid fies, ihr lenkt mich schon wieder vom Thema ab. Niemals, er würde doch nie ein Video zum Wohle Katars machen. Nur weil es gerade gegen den Mainstream spricht und daher Leute klicken. Ja, vor allem er provoziert jetzt, das ist polarisierend mit diesem Lass Katar in Ruhe. Alle reagieren drauf und das ist pure Clickbait. Ja, ist egal, scheiß drauf, ob es jetzt LWK oder Brad, das Titel können wir lassen. Gibt genug Familien etc. in Deutschland, Schweiz und so weiter, die mehr als unten durchgehen, obwohl sie nicht wollen. Das stimmt. Warum das? Wir müssen einfach anfangen, vor der eigenen Haustür zu kehren. Ja, aber es ist so viel komplexe Sachen, um allen zu helfen. Es ist einfach mies, dass man allgemein solche teilweise so schlechte Standards hat. Ich wüsste auch nicht, wie man dagegen angehen kann. Auch wenn ein einzelner Mensch spendet, bringt es nicht. Warum? Im Grunde, wie war das nochmal? Irgendwo hat es gesagt, wenn die, glaube ich, 20 reichsten Menschen auf diesem Planeten die Hälfte des Vermögens abgeben würden, wir hätten alle genug Essen und Trinken. Irgendwie so hieß es mal. Ob das jetzt wirklich proved ist, weiß ich nicht, aber klingt irgendwie schon fast logisch. Es ist echt schön, dass du hier bist. Wie geht es dir, Lolo? Hä? Wo ist Lolo? Ich habe Lolo nicht gesehen. Was? Nicht fragen, danke. Okay, alles klar. So. Unter dem Deckmantel der Moral und des Menschenrechts. Ich scheiß komplett auf Menschenrechte. Weil sonst hättet ihr, wie gesagt,
bezüglich China was gesagt. Ne? Und hier gibt es noch 1000 weitere Beispiele. Ich brauche jetzt nicht. Ja, es gibt 1000 weitere Beispiele. Du kannst nicht alles beachten, Kollege. Hier Gaza, Palästina rausholen. Wisst ihr alle selbst, Digga. So, was ich gesagt habe bezüglich Fußball. Ein Mesut Özil zum Beispiel. Das Schlimme ist, in welchen wirklich Spenden sind die, welche selber wenig haben. Das stimmt. Das stimmt eigentlich sogar. Die Leute, die wohl wirklich weniger haben, die sind sogar meist großzügiger. Da gibt es ja auch wirklich teilweise coole Videos, wo das auch bewiesen wurde, sogar teilweise die Leute, die auf der Straße betteln, dass die sogar teilweise sehr, sehr nett teilen. Ob das natürlich alles richtig real ist, bin ich mir nie sicher, aber ich hoffe zumindest, dass diese Menschen sogar so großzügig sind, dass sie das, was sie nicht haben, sogar noch teilen würden. Otto Fokus lässt grüßen, auf jeden Fall. Özil, okay, der hat zum Beispiel sich für die Uiguren in China damals eingesetzt. Also die Menschen, die bis heute, wo ihr das Video gerade seht, unterdrückt werden bis zum Todes, okay? Also bis zum Tode, wo wirklich die Menschenrechte komplett drauf geschissen wird. Das ist so, die werden nicht mal richtig wie Menschen behandelt, okay? Und er hat sich für die eingesetzt. Wo es dann von dem Verein von ihm, damals Arsenal, hieß, ja, nee, das geht gar nichts und so, Politik und Fußball hat nichts miteinander zu tun. Da sagen alle tamam. Da sagen alle, ja, Mann, das voll stimmt und so. Digga, bis heute, jeder, auch diese ganzen YouTuber, eure möchtigen Lieblings-YouTuber, ne? Meine ganzen Hater schauen auch meine Videos. Eure scheiß Lieblings-YouTuber, die leugnen das einfach. Die leugnen das einfach, das, was gerade in China passiert oder sonst was. Das wird einfach. Ich glaube, also, ich wüsste jetzt nicht. Also, mein Lieblings-YouTuber, ihr kennt ihn, alle kennen ihn, den leckeren Kuchen-TV. Hat er jemals das geleugnet? Ich wüsste jetzt nicht. Ich kann jedes Video eigentlich von ihm, gut, Reaction-Video schaue ich mir nicht alle an, aber ich glaube nicht, dass er das geleugnet hat. Oder Kaiser, habe ich jetzt auch nichts gewusst. Alpha Kevin, ich glaube nicht, dass die geleugnet haben. Welchen YouTuber sprichst du denn an? Das wäre mal echt nice. Die ganze Zeit geleugnet, aber dann wird mit dem Finger gezeigt, die ganze Zeit auf Katar. Wo ich mir denke, Junge, halt mal deine Schnauze. Katar ist wahrscheinlich 100.000 Mal besser als Deutschland oder so. Was? Katar ist wahrscheinlich 100.000 Mal besser als Deutschland. Real Talk? Nein. Sozialstaat, weiß ich natürlich jetzt nicht, wie es in Katar ist, aber zumindest würde ich sagen, es gibt keine Gesetze, die irgendwas verherrlichen über Homosexualität oder sonst irgendwas. Ich kenne natürlich nicht alle Gesetze, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass Katar wirklich besser ist. Müsste ich mich jetzt natürlich absolut auseinandersetzen mit jedem Gesetzestext, was es dort gibt. Aber das, was man so mitbekommen hat, natürlich durch Medien und natürlich auch durch Aussagen, ob die alle proof sind, kann ich einfach nicht sagen. Geht einfach nicht. Aber das, was ich mitbekommen habe, würde ich niemals sagen, dass Katar besser ist als Deutschland. Sie haben vielleicht mehr Geld. Hätte ich jetzt gesagt, aber wie gesagt, hast du jetzt echt nicht gesagt, alter Schwede. Die Kataris oder irgendwelche Leute aus Jordanien oder aus Oman oder so, die kommen ja auch nicht und sagen, Digga, guck dich mal diese Goofy-Deutschen an oder guck dich mal diese Franzosen an, Digga, die haben doch voll die krasse Trennungsrate und ey, guck mal, wie viele Leute durch Alkohol bei denen sterben im Jahr. Trennungsrate? Ist doch absolut in Ordnung. Kann sich ja selber jeder entscheiden. Was war das? Alkohol? Naja, das ist ja ein bisschen von Religion abhängig, ne? Also, dass man dort keinen Alkohol trinkt, das war ja von der Religion abhängig. Das ist ja jeder seine Kultur. Das ist absolut eben seine Entscheidung. Dafür gibt es halt andere Faktoren, wo da mehr sterben. Wie gesagt, die Bauunternehmen Toten, ich meine, das Verhältnis ist ja auch ganz krass unterschiedlich. In Deutschland und Katar. Also, wie gesagt, es gibt natürlich Pro und Kontras. Bloß, das Alkohol kann ich echt nicht was sagen. Aber das ist Trennungsrate, was ist daran schlimm? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn die Religion halber dir vorgibt, dass du mit den Menschen für immer zusammenbleiben musst und sowas, fände ich das eigentlich nicht so dolle. Und danke, Kakteen-Fan, für deinen Follow. Mua. Grüß dich. Und einmal Ausrufezeichen neu, falls du wissen willst, was auf diesem Kanal abgeht. Einfach mal 50.000 bis 70.000 Leute. Digga, was ist das für Goofy? Sie haben sich aber gar nicht unter Kontrolle. Da müssen wir mal kurz intervenieren und eingreifen und mal ein bisschen talken. Nein, Digga. Das ist halt immer diese typische Eigenschaft, ne? Diese Goofy-Eigenschaft, die Leute hier in Deutschland haben. Ne? Das ist so ein Gefühl, so eine Krankheit. Immer dieses Hater-Eigenschaft, immer mit dem Finger auf andere zeigen. Und immer die anderen sind böse, die anderen sind Goofys, aber wir bei uns alles fresh. Hast du jemals auf dich gezeigt, Kollege? Ganz ehrlich, deine Aussage ist ja gar nicht so schlecht. Ja, immer auf andere zeigen, ist ja eine coole Aussage. Die würde ich auch so sagen, hey, machen wir wirklich oft. Solltest du aber dann nicht als Beispiel vorangehen und erstmal auf dich selber zeigen? Ich weiß auch nicht. Weil dann. Und bei den Kollegen, wenn die gleiche Scheiße bauen, dann sagen die gar nichts. Da wird das gut geredet. So, wisst ihr, was meine? Digga, das ist halt das Ding. Und deswegen sage ich, okay, hatet Katar,
Hatet des Todes, was ihr wollt, sucht alles raus, was ihr wollt. Aber dann macht es an einer richtigen Verhältnismäßigkeit. Dann hört auf, die ganze Zeit da zu schießen. Du bestimmst nicht, was ein richtiges Verhältnis ist, Kollege. Das bestimmst du ganz gewiss nicht. Dafür hast du viel zu viel Dreck am Stecken gehabt und zu viel Scheiße gebaut. Das solltest du nicht so entscheiden. Und es geht auch gar nicht. Was ist denn unverhältnismäßig? Das ist auch noch subjektiv. Also, ne? Es war schon seit 100.000 Jahren gefühlt bekannt, dass da die WM stattfindet. Auf einmal, wenn gerade die WM anfängt, ja, dann reden auf einmal alle darüber, ja, habt ihr nicht vorher gemacht, weil davor waren euch ja die Menschen scheißegal. Und das ist das Ding. Wenn, natürlich, weil man das nicht wusste, richtig. Du kannst leider nicht alles wissen. Die Welt ist leider ziemlich groß. Nee, eigentlich ganz gut, dass es so groß ist. Dann erlebst du Gott sei Dank nicht immer alle Menschen. Aber wenn du es nicht weißt, dann kannst du es auch nicht kritisieren. Wenn du nicht im Internet wärst, könnte man dich auch nicht kritisieren für Aktionen, die du gebracht hast, weil das im Privaten war. Einfaches Beispiel. Wie gesagt, ist meine Meinung, hoffe, bist mir nicht böse und niemand frontet, klar, das auf jeden Fall. Hab mal einem Obdachlosen einen restlichen Pommes gegeben, was halt für mich zu viel war und der hat sich riesig gefreut. Also wie gesagt, niemals Essen wegschmeißen, lieber irgendwie das ordentlich verwerten. Du, alles gut, ich respektiere deine Meinung. genau. Okay, ihr redet gerade für euch, das ist cool, dann mache ich schnell weiter. Vielleicht schaffe ich es doch noch unter 30 Minuten. Freunde, die Leute werden immer Ausreden finden, aber ich sag's euch, guck mal, am Ende des Tages, wer waren gefühlt die einzigen auf YouTube mit Reichweite, die was zum Beispiel zu den Uiguren gesagt haben in China, die Uiguren, die unterdrückt werden in China. Ich schwör's euch, das, was ich mitbekommen habe, war nur ABK und ich. Ich habe damals... Wenn es aber keiner mitbekommt, wenn keiner die Olympiade anschaut, also sorry, ich habe noch nie in meinem Leben die Olympiade angeschaut. Ich habe auch keine News dazu, kein Newsfeed, ich schaue keine ARD, ZDF Nachrichten. Gebe ich ehrlich zu. Vielleicht ein bisschen natürlich Fail, aber ich habe davon nichts mitbekommen. Sonst hätte ich zumindest auch dazu ein Statement. Ich habe auch ein Video gemacht und hab da meinen Rücken gegeben quasi. Ein ABK auch. Wo waren diese ganzen anderen Volltrottel? Schöne Beleidigung. Vielleicht haben sie es genauso wie ich. Vielleicht nicht mitbekommen. Real Talk. Ich habe sie gar nicht gesehen. Ich habe sie bis dato nicht gesehen. Die leugnen das bis zum Tod. Da wird geschwiegen bis zum Tod. Leugnen und Schweigen ist noch ein Unterschied. Wo ich mir denke, warum macht ihr das, Digga? Warum macht ihr das? Wie gesagt, ein Mesut Özil hat gefühlt seine ganze Fußballkarriere geopfert für diese Aktion. Das war witzigerweise, ich bin auch im Fußball nicht drin, deswegen habe ich auch keinen blassen Schimmer, was er gemacht hat. Bewusst so. Aber nein, Digga, wie gesagt, Deutsche Nationalmann, brauchen wir gar nicht drüber reden, diese peinliche Aktion hier. Bruder, also bitte, da brauchen wir gar nicht darüber reden, okay? Naja, ich habe WM nicht angeschaut, beabsichtigt, weil ich wollte die WM nicht unterstützen. Deswegen, ich habe nur das Foto gesehen, habe mir aber auch keine Newsfeed darüber lesen wollen. Weil ich über die WM nichts lesen wollte, habe mit Absicht alles ignoriert, damit ich da ja nicht irgendwelche Klickzahlen oder sowas hochtreibe. Dann, guck mal, aber ich sage mal eine Sache. Okay, hatet, boykottiert, was auch immer, macht, was ihr wollt, aber macht es ordentlich. Macht nicht diese halbe Geschichten, okay? Wenn ihr den Boykotthasen aktivieren wollt, okay, wenn ihr es macht, dann geht nicht dahin. Geht erstmal gar nicht dahin, okay? Und die, wo da hingegangen sind, haben auch nicht boykottiert. Das waren diejenigen, die daheim geblieben sind und die WM ignoriert haben. Wenn ihr da hingeht, okay? Wenn ihr da hingeht, was ihr gemacht habt, dann haltet eure Schnauze. Dann haltet doch einfach eure Schnauze. Nicht diese Halbhalt. Dann gehe ich hin, Armbinde hier, bisschen da, oh nein, und hier, oh, ah. Ich werd auf jeden Fall mich für Rechte einsetzen und hier und da und dort. Und am Ende wird eine gelbe Karte gezeigt. Oh, tut mir leid, verzeihen. Bruder, lächerlich, lächerlich. Absolut peinlicher Hase. Also ich als cleaner deutscher Bürger schäme mich zutiefst für solche... Aber erst war sein Kumpel, der Beamte, der Schulden hatte, der cleane deutsche Bürger, jetzt ist er der cleane deutsche Bürger, der wechselt auch sehr viel. Goofy-Aktion, dann noch direkt vor, ach Digga, natürlich, ist auch nicht anders zu erwarten. Ne? Die ganzen armen Fußballspieler, die denken sich auch, scheiße, Digga, die ganze Zeit Medien hier, Medien da, die einen lachen mich aus, die anderen sagen cool, was auch immer, voller Stress, voller Druck, man kann sich gar nicht konzentrieren auf was. Übrigens, wenn man was richtig machen soll, wie gesagt, mit dem Hashtag Boykott und sowas, er macht es ja bestimmt auch nicht anders, ne? Bam. Deutschland eigentlich so krasse Mannschaft immer gewesen, die direkt verkackt, Digga. Naja, das juckt mich eigentlich. Hartoffert juckt mich das gar nicht. Mir geht es um das Grundprinzip, ne? Hated von mir. Kritisiert und hated. Hated, kritisiert, aber lass Katar in Ruhe. Hä? Das ist vielleicht das falsche Wort, ne? Aber ihr könnt kritisieren, was ihr wollt, ne? Kritisiert von mir aus Afghanistan, kritisiert auch
euer eigenes Land, oder unser eigenes Land, whatever, ne? Frankreich, Bangladesch, whatever, macht es, ne? Aber bitte, wo ist die Verhältnismäßigkeit? Die ist einfach nicht da. Deswegen sind das für mich, ihr seid für mich nur Heuchler. Ihr braucht mir gar nicht tun, als wenn euch Menschenrechte und so interessiert, das juckt euch gar nicht. Ihr seid nur Heuchler. Kennst du dich mit Schuhen aus, oder was, Jay? Krass. 480 Euro für Schuhe. Verhältnismäßig. Absolut. Schuhe kann man auch günstiger bekommen und dann den Rest spenden. Das wäre verhältnismäßig besser. Als Beispiel. Aber verhältnismäßig, wenn du halt nicht von den anderen Problemen weißt, kannst du nicht kritisieren. Und wenn du eins kritisierst und alles dafür auch noch kritisieren musst, damit es verhältnismäßig passt, dann kannst du nicht mehr aufhören zu meckern. Dann wirst du irgendwann depressiv von so vielen Problemen auf dieser Erde. Du musst auch irgendwo deine Freude wieder aufrechterhalten. Weil sonst, wenn du alle Sachen kritisierst, weil das Leben auf dieser Erde teilweise wirklich grausam ist, dann wirst du selber depressiv und dann gehörst du mit zu diesen grausamen Menschen. Auch grausamen Menschen und auch zu den Menschen, die drunter leiden. Du musst auch irgendwie ein bisschen differenzieren können, auch mal ein bisschen abschalten können. Du kannst nicht alles kritisieren, weil es zu viel ist. Dann fängt man Schritt für Schritt an. Oh. Klar. Ihr seid nur kleine Goofies, die Klicks mitnehmen wollen. Ihr wollt nur, das Traurige, ihr spielt einfach mit den Gefühlen der Menschen. Die Menschen haben ja gewisse Moralgrundsätze, die Menschen haben ja Werte und Gefühle. Ja genau, Homosexualität ist ein geistiger Schaden, super Wert. Mit denen spielt ihr, das nutzt ihr aus. Übrigens gilt natürlich nicht für alle, also das ist nicht pauschalisieren, sondern diese eine Aussage war halt ziemlich prägsam für dieses Land. Das scheiß Publicity, und damit meine ich jetzt einfach, wie gesagt, diese Medien, da meine ich die Politiker und diese scheiß Goofy-YouTuber. Diese ganzen Goofy-Vereine. Du auch natürlich. Meine ich. Und ich sage euch, bitte lasst euch nicht von diesen Leuten verarschen. Lasst nicht so mit euren Gefühlen spielen. So, wisst ihr, was ich meine? Versucht nicht in so einen Pöbelmodus reinzugeraten. Versucht, euren Verstand zu aktivieren. Ja, es ist gut zu kritisieren. Ja, es ist gut, euren Verstand einzusetzen. Es ist gut, für gute Sachen einzustehen. Es ist gut, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, okay? Aber dann macht es ordentlich und macht es immer in einer Verhältnismäßigkeit. Das heißt, wenn ihr das macht, okay, dann sagt was auch, keine Ahnung, zu whatever, ne? China, sagt was du da, sagt was du dort. Nicht dieses Leugnen-Politik. Habe ich gerade gesagt, kannst du nie wieder aufhören. Du machst Schritt für Schritt, nicht alles gleichzeitig. Und mit den Fingern auf eine Sache zeigen. Das ist albern, Digga. Naja, ich will nicht viel labern, Freunde. Ich hoffe, ihr habt meinen Grundsatz verstanden. Ich bin ehrlich, Digga. Katar, fühle ich. Ich würde gerne mal einen Stepper machen. Kein Land ist perfekt, Digga. Deutschland hat auch sehr viel Dreck am Stecken. Deutschland kann den sowieso die Schnauze halten. Die haben gerade noch einen Deal unterschrieben, Digga. 15 Jahre Erdgas oder so von Katar. Digga, braucht man gar nicht drüber reden, Digga. Braucht man gar nicht drüber talken, so, ne? Aber wie gesagt, jeder hat seinen Dreck am Stecken. Nur nicht immer den Blick, so einen Tunnelblick auf eine Richtung haben und immer auf eine Sache hetzen und alles andere dann komplett ignorieren oder whatever. Falsch. Einfach falsch, Digga. Und dafür stehe ich nicht. Deswegen habe ich das Video gemacht, Freunde. Ich bin auf jeden Fall back in the scenery, Freunde. Wir sehen uns wahrscheinlich dann übermorgen mit dem Video. Es sind auf jeden Fall verrückte Videos geplant mit verrückten Special Guests. Ihr werdet den Job des Lebens bekommen. Ich will nicht spoilern, Freunde. Folgt mir auf Instagram, UpperRed. Folgt mir auf TikTok, UpperRed. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssilein. Sorry, aber du kannst das mit dem Gas nicht vergleichen, weil es geht um die Einstellung der Menschen. Und wir können mit dem Gas wirklich schwierig abschätzen, was wir da ändern können. Und bezüglich der Einstellung, wie man zur Homosexualität ist, ist es mit der Religion ein bisschen gekoppelt. Und wenn du halt extrem da drauf basierst, ist halt Homosexualität nicht erlaubt. Und du distanzierst dich nicht nur davon, sondern du tust diese Menschen dann ausgrenzen. Deswegen nicht optimal gutes Video. Also ich habe verstanden, was er meinen wollte, hat es aber so schlecht rübergebracht, dass das Video leider seine Aussagekraft komplett verloren hat. Also ein typisches UpperRed-Video. Und vor allem, wie gesagt, geilste Aussage ist halt der Tunnelblick. Den hat er ja absolut drauf. Er nimmt ja keine Kritik an, er schaut ja nichts anderes an. Seine Meinung ist absolut real und deswegen hat er den Tunnelblick. Also ich rieche hier Doppelmoral, wenn er sich wenigstens an seine eigenen Worte halten würde. Aber trotzdem, Video haben wir angeschaut, haben wir durchgezogen. Ordentlich. Also das mit China natürlich eine scheiß Aktion. Da hat er das Einzige, was er wirklich angesprochen hat, gut gewesen, aber wie gesagt, wenn du nicht alles mitbekommst, dann kannst du auch nicht alles verteidigen oder angreifen oder kritisieren und was auch immer. Was will man machen? Wenn du das einmal anfängst, dann wirst du irgendwann depressiv. Es gibt zu viel Schlimmes auf dieser Erde. Du musst halt Schritt für Schritt es besser machen und jeder einzelne Mensch zusammen. Wir zusammen, alle zusammen. Also bis dahin, wir sehen uns zum nächsten Mal und ich habe meine Challenge bestanden. Wir sind jetzt genau bei 29 Minuten und 32 Sekunden. Das heißt, 7 Leute haben falsch gestimmt. Ich habe es unter 30 Minuten geschafft. Yay, haut rein. Puh.